Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Strategic Command World War One. Wir beenden gerade eben unseren Turn und schauen mal zu, was jetzt als nächstes passiert. Die Österreicher machen seltsame Moves, wie wir gerade eben hier feststellen. Und es ist scheiße laut. Ja, wir machen aber trotzdem Fortschritte jetzt hier im Osten. Und wenn alles gut läuft, kann es gut sein, dass wir jetzt hier, weil wir den Russen dann doch eine ganze Menge an Units hier weggenommen haben, einen ordentlichen Schub dorthin machen können. Aber wir müssen jetzt auch noch unsere Units upgraden, was auch noch ein klein wenig Verzögerung bedeuten könnte. Wir könnten ihnen nämlich ein Bewegungsupgrade geben. Marokkanische Stämme lehnen sich gegen die französische Herrschaft auf. Ja, sehr gut, her damit. Das ist gut. Und immer noch werden wir natürlich blockiert. Wir machen hier einen weiteren Fortschritt Richtung Aufklärung und Spionage. Und machen nochmal einen Haufen Punkte. So, so wie es aussieht, ist Norwegen nicht mehr ordentlich blockiert, so wie es aussieht. Finde ich gut, finde ich gut. Kommen nochmal 18 Punkte extra rein. Das ist im Grunde ein Upgrade. Und jetzt beobachten wir mal, was jetzt hier... Ui, U-Boot taucht ab, okay. Das hier sind die britischen Schiffe, die blauen sind übrigens die französischen, ne? Ich habe immer so ein Problem, quasi die Farbunterschiede zu erkennen. Es ist halt immer so blau-weiß-rot, bloß in einer anderen Anordnung. Und meine Optik macht mir das ein bisschen schwierig. Also ich bin nicht farbenblind, aber ich habe da trotzdem Schwierigkeiten, das richtig zu sehen. Ja, ich glaube, wir verlieren da jetzt wieder ein Schiff, oder? Oder? Nee, da ist nichts passiert. Glück gehabt. Derweil drücken die Russen immer tiefer in die Türkei rein. Und die Italiener erleben jetzt quasi unsere Gegenwehr hier. An der Alpengrenze. Operation Alpenwall habe ich ja letztes Mal die Folge schon genannt. Operation Alpenwall wird jetzt hier quasi Realität. Ja, man merkt schon, also was das Kaiserreich hier schon für eine unglaubliche Mobilisierungsfähigkeit hatte. Aber das lag halt auch nur daran, dass die Bevölkerung es halt einfach auch mitgemacht hat. Das ganze Leid, den ganzen Tod, die ganzen Entbehrungen. Das war der einzige Grund, weswegen du das überhaupt machen konntest. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Wo die Menschen natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass sie halt letzten Endes auch ein Recht auf... Besitz auf Freiheit, auf Leben haben. Damals war das alles noch nicht so ganz im Kopf der Menschen verankert. Da war es eher immer nur so die Hoffnung, dass der Kaiser und der Feind einen das lässt, was man hat. Ah, sie machen jetzt hier weiteren Angriffe. Abfangjägeraktionen finden jetzt hier statt. Die bombardieren uns jetzt hier gerade eben hart. Es sind einige Bombardierungen, die hier durchgeführt werden. Es kann gut sein, dass wir dadurch jetzt hier einen Push kassieren. Au. Unangenehm. Ah, hier haben sie es nicht geschafft. Hier auch nicht. Unser Grabenkrieg ist einfach zu gut ausgebaut. Das reparieren wir einfach ganz, ganz kurz. Franzosen verlieren da auf jeden Fall einiges an Punkten. Diese Punkte bekommen sie auch nicht mehr so schnell wieder. Wobei ich auch nicht weiß, wie groß der Punktgewinn der Franzosen ist. Ne? Das ist schwer zu sagen. Die Italiener laufen jetzt auf jeden Fall jetzt hier in unsere Grabenkriege hinein. Und scheinen Schwierigkeiten zu haben, ihre Truppen hier schon wieder aufzufrischen. Nach wie vor ist unser Blick natürlich immer noch nach Osten gerichtet. September 1915 haben wir gerade eben, bald ist Oktober. Und jetzt bin ich gespannt. Es scheint gerade eben wenig Attacken zu kommen. Der venezialistische Kräfte übernehmen die Macht in Thessaloniki. Okay. Griechenland mobilisiert für den Krieg. Ja, wen wollen sie denn angreifen? Oh, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, die könnten sich auch gegen uns stellen. Sehrheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren uns immer noch. Ja, ja, ja. Die Britin Flora Sanders beginnt ihre Laufbahn in der serbischen Armee.
Ja, das ist schlecht für sie, denn die serbische Armee wird es in ein paar Runden nicht mehr geben. So, Schlachtkreuzer wurde versenkt. Osmanisches Reich schickt Sensussi-Waffen. Ich habe keine Ahnung, was Sensussi ist. Reguläre Sensussi-Truppen, die vom osmanischen Offizieren ausgebildet wurden, ziehen in die Schlacht. Ah, die sollen den Italienern hier ein Problem bereiten. Wir bekommen neue Schiffe. Das finde ich gut. Also in dem Fall U-Boote. Und können jetzt hier wieder eventuell Stress machen. Oh Gott, das hin und her bewegen ist gerade echt schwierig. Ich versuche jetzt hier dieses Schiff aus der Gefahrenzone zu holen. Das ist schwer angeschlagen. Kann ich dich hier attackieren? Ja, aber nicht viel. Nicht allzu sehr. Was ist denn das? Das ist ein Panzerkreuzer. Tja, wir haben kassiert, obwohl wir eigentlich offiziell nicht hätten kassieren sollen. Warte mal, ich kann ja noch mal vorher, bevor ich irgendwas mache hier, Aufklärungs... Nee, ich kann nicht aufklären, weil Wetterscheiße. Juhu. Wetter ist schlecht, deswegen geht gar nichts. Jetzt haben wir da noch unseren leichten Kreuzer. Der kann auch noch auf diesen Panzerkreuzer einwirken. Ja, kassiert aber einfach nur und sonst passiert gar nichts. Sag mal, früher oder später muss er doch mürbe sein. Tja, unsere U-Boote können gegen die nichts tun, ne? Na gut, was sagt denn die Diplomatie? Hier geht nichts. USA können wir noch ein bisschen was machen. Jawohl, haben wir getan. Griechenland ist für uns ja nicht erreichbar, muss man einfach sagen. Dann fangen wir doch mal an mit dem Upgrades, beziehungsweise erstmal Truppen auffrischen. Genau, und jetzt fangen wir mal an mit den Upgrades, meine Damen und Herren. Es gibt nämlich einige Einheiten, die geuppt werden könnten, theoretisch. Was kann ich denn da upgraden? Mobilität. Ja, das bringt mir original gar nichts. Scheinbar kann ich Truppen, die direkt an der Grenze stehen, nicht upgraden. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Wir derweil jetzt hier ran an die Grenze. Und hier mal ein bisschen Druck gemacht. Eingraben geht nicht. Aus irgendeinem Grund. Frage mich gerade die ganze Zeit, warum ich da nicht rankomme. Kann denen keinen Schaden machen. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ja gut, wir graben uns ein, ne? Da kenne ich jetzt auch nichts. Es heißt ja auch Operation Alpenwall und nicht Operation Alpensturm. Ganz einfach. Deswegen errichten wir jetzt auch diesen Alpenwall an der Stelle einfach. Hier könnten sie noch durchwitschen. Ah, hat Schaden gekriegt, schade. Okay, hier kann ich auch nicht angreifen. Hier kann ich nicht angreifen, aber der kann auch gerade eben sonst nichts tun. Du rückst hier ran, gräbst dich ein. Du rückst hier ran. Und weil ich vorsichtig sein will, gräbst du dich ein. Oh Gott, das sind zwei wichtige Städte hier. Ne? Das ist eine Hafenstadt, eine richtig wichtige Hafenstadt. Du kannst hier aber auch nicht eingraben. Aber was du machen kannst, ist dich upgraden, Infanteriewaffen verstärken. Dann wird da eine modernere Einheit raus. Die hier graden wir auch mal ab mit moderneren Infanteriewaffen. Ich kann ja meine Einheiten nur verstärken, was auch so langsam aber sicher mal Not tut. Die kann ich auch noch verstärken. Ich komme ja einfach nicht an die ran. Das ist so unf. Ah, hier ginge was. Ah!
Okay, das war gut. Überraschend und gut. Jetzt kann ich auch hier Schaden machen. Hat sich zumindest ein bisschen was getan an der Stelle. Du rückst jetzt noch dahin. Ich werde die nicht ausgeschaltet bekommen, aber das stört mich nicht. Die sind so gut wie fertig. Die sind komplett fertig mit der Welt. Die armen Teufel. Die haben auch nichts mehr angerichtet. Okay, also Serbien geht langsam voran, aber es geht voran. Hier spare ich nach wie vor Munition. Ihr könnt nicht eingraben, was mich ein bisschen bedrückt. So, dala. Jetzt machen wir mal hier mal Feuer öffnen. Ich kann nur einmal schießen, echt jetzt. Das hat sie ein bisschen Moral gekostet. Immerhin geht von der Seite ein bisschen was. Finde ich ja schon einen Fortschritt. Oh, komm, echt jetzt. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Muss ich zugeben. Aber jetzt werden sie so langsam aber sicher hier mürbe. Na also. Geschafft. Wir haben es eingenommen. Das war ein wichtiger Schritt, meine lieben Freunde. Kann ich da schon mal zuschlagen? Ich schlag dazu, wie ich Schaden machen kann. Zack. Du rückst. Ja, er kann maximal nach hinten rücken. Mhm. Er kann nur dahin und er kann nur dahin und er kann nirgendwo mehr hin. Ja, dann schicke ich dich halt dahin. Und dann macht die Kavallerie sie voll fertig. Wir haben nochmal ein bisschen Land gewonnen. Und ich guck mal, wie weit wir jetzt hier noch vorkommen. Ja, bis da kommen wir momentan noch. Dann graben wir uns hier wieder ein bisschen ein. Das Eingraben sollte man, wenn man es kann, nie vergessen. So, ich uppe jetzt hier mal einfach, was geht, ne? Aus irgendeinem Grund kann ich die teilweise echt nicht upgraden. Nur die, die hinten sind. Nur Einheiten, die hinten sind, können geupgradet werden. Das ist extrem bedenklich. Ich verbessere jetzt auf jeden Fall mal ihre Infanteriewaffen bei den Österreichern. Das könnte bei einigen dann doch ein bisschen was bringen. Ich gucke gerade eben nochmal. Ich könnte halt bei mir noch was machen, aber wozu? Okay, alle mal nochmal durchgehen. Wer von denen hat noch Bewegungspunkte? Du hast noch Bewegungspunkte, aber das bringt mir nichts. Hier könnte ich noch was machen. Die Russen versuchen diese Position hier zu halten. Wir rücken schon mal vor und gucken, was da auf uns wartet. Nichts, so wie es aussieht. Wir klären mal da hinten im Hinterland auf. Da gibt es Abfangjäger, ja. Aber wir haben etwas entdeckt. Sie stehen jetzt inzwischen eigentlich nur noch sporadisch. Sehr lückenhaft geworden, was die Russen da haben. Ich bin halt echt am Überlegen, ob man auch hier einen Angriff wagen sollte. Wir haben jetzt hier 10 Geschosse.
Nächste Runde zumindest. Was mache ich mit dem Schiff jetzt hier? Upgraden, ne? Nicht upgraden, reparieren. Ganz, ganz klare Sache. Auch das hier wird repariert. Unsere letzten Zerstörer, die wir noch haben. Wir reparieren, so gut wir können. Mehr geht leider nicht. So, kann ich dich noch upgraden? Ich kann dich vor allem auch ab... Nee, ich kann dich verlegen. Das ist totaler Quatsch. Das ist einfach nur... Was bringt mir das da? Es bringt mir mehr Sichtweite. Erhöht den Abfangradius und die Angriffsreichweite. Okay, dann habe ich es mal geupgradet. Okay, das ist echt ein Problem. Ich brauche eine zweite Welle für, von Entsatzeinheiten, damit ich die vorderen dann irgendwann mal entlasten kann. Gut, noch 57 Punkte haben wir. Können wir dann noch irgendwas in der Diplomatie veranstalten? Nö. Dann gehen wir mal in die Forschung. Es gibt ja ein paar Forschungen, genau. Grabenkriegsführung haben wir schon einiges für 50 Punkte gemacht. Logistik kann ich nochmal 50 Punkte reinstecken. Ich stecke die in die, genau, in die Logistik. Logistik habe ich gesagt. Das ist irgendwas mit einem Limit. Was ist das für ein Limit? Okay, ich kann nicht mehr Punkte ausgeben für Forschung. Gut, dann gibt es eigentlich nur noch Kauf von Einheiten. Nö. Ein Eisenbahngeschütz. Ich weiß nicht, ob die was, ob die das wert sind. Ich kann mal gucken auf Karte, dass ich vielleicht mal Österreich, Ungarn. Konvoikarte. Habe ich ja direkt hier so eine Möglichkeit, ne? Das hat doch geheißen, dass ich über Konvoi das machen kann. Den Punkte zukommen lassen kann. Hä? Keine Ahnung. Da sehen wir mal, wie die Truppen aufgestellt sind. Witzig, ne? Okay, lassen wir das. Dann sparen wir die Punkte einfach und beenden den Turn. Und beobachten, was als nächstes passiert. Türken und Österreicher reorganisieren. Mhm. Luftschiff-Action findet hier statt. Die Sache mit Serbien wird doch jetzt hoffentlich bald endlich erledigt sein. Aber ich befürchte, dann kommt ja das griechische Problem auf uns zu. Ist halt schon krass, ne, wie die Länder halt damals von auf den Nachbar übergesprungen sind. So, der Verlust von Ivanogorod senkt die russische Moral erneut. Griechische Truppen machen für die Verteidigung von Mazedonien mobil. Ha, okay, schlecht. Griechenland schließt sich der Entente an. Ah, nein. Okay, und es gibt eine Entscheidung. Oberbefehlshaber der Hochseeflotte Admiral von Pol. Wir lassen neue U-Boote bauen. Und es wurde vorgeschlagen, dass wir ihren Bau in Pola an der Adriaküste abschließen. Die Bereitstellung der Arbeiter und Materialien, mit denen sie diesem österreichisch-ungarischen Hafen fertigstellen werden können, würden 50 militärische Powerpoints betragen. Und die Fertigstellung würde im Februar nächsten Jahres erfolgen. Also in ein paar Monaten, 4 Monaten. Wenn sie die Entscheidung, die Arbeiter und Materialien nicht in die Adria zu schicken, werden die U-Boote im Dezember in die Ostsee eingesetzt. Möchten sie? Nein, Ostsee. Ich werde definitiv nicht in der Adria meine U-Boote einsetzen. Oh toll, ein U-Boot von uns durch schwere See beschädigt. Wir werden weiterhin in Schottland blockiert. Der englische Cricket-Spieler Grace stirbt im Alter von 67 Jahren. Das muss damals eine Prominenz gewesen sein. Ich kenne ihn nicht. John Buchans Spionageroman Die 39 Stufen wird veröffentlicht. Wissenschaftler berichten, dass wir jetzt hier endlich die Artilleriewaffen weiterentwickelt haben. Yes, Artilleriewaffenstufe 2. Und Österreich-Ungarn hat das Grabenkrieg ebenfalls in Stufe 3. 614 Punkte haben wir. Die wir auch echt alle brauchen, ey.
Italien verlegt Truppen von Eritrea nach Tobruk. Ist das eventuell unsere Spionage, die uns das mitteilt? Ich weiß es nicht. Autschi! Da kommen schon wieder englische Schiffe. Eine Menge englische Schiffe. Das Gute ist, dass diese Schiffe hier gerade eben ganz schön was abbekommen. Oh, sehr nice. So wie es aussieht, haben diese Schiffe echt Schwierigkeiten, gegen unsere Schiffe zu kämpfen. Auch immer der ist. Tja, und jetzt sind die Griechen auch mit uns im Krieg. Vom Regen in die Traufe. Vom Regen in die Traufe, aber sowas von. Naja, aber in gewisser Weise war das ja logisch. Ne? Die Griechen und die Osmanen hatten schon lange Zeit ein Problem. Und für die Griechen ist es dann natürlich klar, wenn sich das Deutsche Reich mit den Osmanen zusammenschließt, dann werden die Griechen sich nicht mit dem Deutschen Reich zusammenschließen. Zumindest nicht so ohne weiteres. Oh, hier findet wieder einiges in Artilleriefeuer statt. Ja, wir beobachten jetzt einfach, was hier passiert. Ne? Die machen jetzt auf jeden Fall Druck jetzt hier wieder auf unsere westliche Grenze. Wir werden da wieder versuchen, uns zu verteidigen. Das war der Verlust einer österreichischen Truppe. Die Russen scheinen jetzt gerade in meinen Gegenangriff zu starten. Ist denen nicht klar, mit was ich da aufwarte? Ich weiß es nicht. Gut, ich weiß aber auch nicht, was sie da haben. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ohne diese Erkenntnis wäre das eine sehr, sehr unreflektierte Äußerung. Die können ja da theoretisch mit genauso vielen Truppen stehen. Was aber in mir dann die Frage wecken würde, warum greifen sie nicht an? Es gibt neue Truppen. Mittelmächtigeüberfälle, Griechenland vereinigt das Königreich. Ja, ja, da überfallen wir wieder. Wir werden überfallen und blockiert. Gut, sind wir wieder dran. Wäre schön. Trento-Abteilung wurde zerstört, ja. Italien verlegt Truppen nach Tobruk, bla bla bla, wissen wir alles schon. Griechenland ist jetzt auch mit uns im Krieg. Suboptimal könnte man das nennen. Kann ich jetzt hier endlich irgendwie mal Schaden machen? Ja, hier, voll. Einen. So, ich rücke jetzt da noch ran. Jawohl, das hat sie ausgelöscht. Gut. Gut, 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 gut. Das heißt, wir werden jetzt hier noch versuchen anzugreifen. Die sind jetzt extrem angehittet. Wir haben es geschafft. Ho! Gut, das war eine der letzten wichtigen Stellungen. So, du haust dir jetzt noch weg. Ich glaube, das ist das Ende von Serbien hier, das wir jetzt gerade eben erleben. Das sieht gerade für die Serben gar nicht gut aus. Da komme ich gerade eben leider nicht ran. Da komme ich leider auch nicht ran. Aber da komme ich ran. Ja, also ich glaube, man kann argumentieren, die serbische Moral ist im Keller. Hier fällt jetzt gerade eben Serbien in österreich-ungarische Hand.
Die sind im Grunde geschlagen. Es gibt noch eine einzige Stadt, die sie haben. Ich würde mal sagen, hier eingraben. Gut. Die Truppe da. Warte mal, das kostet mich dann wieder die Punkte, aber es ist egal. Ich habe es jetzt abgegradet. Ihr könnt jetzt alle da runter marschieren, Freunde. Serbien ist besiegt. Euch grade ich ab. Bei euch lohnt sich es wenigstens. So, du musst da auch noch mit, aber du kannst gerade eben nicht. Das schauen wir uns später an. Jetzt hier, was haben wir denn da für ein Problem? Eine ganze Menge Probleme könnte man argumentieren. Du gehst dahin und machst da einen Graben hin. Du besetzt selbigen, du gehst dahin. Du hast, glaube ich, schon einen Graben hier. Sieht zumindest so aus. Kannst also demnach abgegradet werden. Also zumindest aufgefrischt werden, Entschuldigung. Nee, das machen wir nicht. Das ist eine blöde Sache. Ui, die haben jetzt aber eiskalt erwischt hier. Die haben wir aber gerade eiskalt erwischt mit der Kavallerie. Das hat ja sogar mich eiskalt erwischt beim Zugucken. Ja, wir können ja die Position halten, aber wir können nicht angreifen. Wir könnten hier angreifen und dann mit denen da nochmal draufhauen. Guck mal, mit denen da schwächt die schon mal ein bisschen mehr. Jawohl, das war wichtig. Haben dadurch jetzt quasi den Italienern eine ganze Einheit gekostet. Das machen wir nicht. Und das könnte man machen. Eine Sekunde bei mir klingelt's Telefon. So, weiter geht's, Freunde. Ich habe gerade eben mal derweil die Situation genutzt und mir mal da oben hier die Moralverteilung geguckt. Na, Österreich-Ungarn hat natürlich schon ganz schön gelitten. Aber wir sehen auch, dass die Briten schon ganz schön derben. Ja, Serbien dürfte demnächst geschlagen sein. Leider auch das Osmanische Reich. Nur das Deutsche Reich ist bis jetzt eigentlich noch nahezu unangetastet. Ja, wir behalten die Sache auf jeden Fall auch vorsichtig im Auge. Ich schaue gerade eben nochmal derweil, ob ich noch irgendwas Sinnvolles tun kann. Na, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt, aber jetzt haben wir es getan. Vermaledeit nochmal. Okay, wir haben nochmal ein bisschen Land gewonnen dadurch. Ich bezweifle, dass der Feind dadurch jetzt ihren Vorstoß wagen wird. Da können wir nicht rein. Das ist alles Zone of Control. Hier angreifen ist auch nicht wirklich möglich. So, können wir die Ostfront jetzt mal nochmal wieder genauer anschauen. Hier gäbe es Möglichkeiten unter Umständen. Aber wir können auch Einheiten upgraden. Wir können die Mobilität unserer Units jetzt erstmal verbessern. Und das ist etwas, was ich durchaus tun möchte. Das sorgt nämlich dafür, dass wir in Zukunft sehr viel flexibler angreifen, aber auch uns zurückziehen können. So, wie wir sehen. Moment, was geht denn dadurch hoch? Na, seht ihr, wir bekommen dadurch einfach einen Aktionspunkt mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Kostet aber auch 45 Punkte, ne? Also die gesamte Armee jetzt dazu zu upgraden, das ist ein teurer Spaß. Aber ich denke, das wird sich lohnen. Vor allem jetzt, wenn wir hier so einen Bewegungskrieg anfangen wollen. Okay. Ich nehme noch mal überlegen, was ich hier mache. Diese Truppen hier bewegen wir weiter nach Süden. Wir bewegen wir weiter dahin. Dich besser gesagt. Hier haben wir schon alles gemacht. Na, wir sind jetzt wieder an der Ostfront angekommen. Wie viele Granaten haben wir jetzt hier? Mäßig. Aber es könnte reichen, um hier einen Durchstoß zu ermöglichen. So, von 39% fällt die Moral. Oh, wir haben sogar Schaden gemacht auf 36. Und noch einmal 33%. Das war's. Man könnte damit jetzt sogar mal angreifen. Ja, komm, ich mach's trotzdem. Einfach
einfach mal zuschlagen. Auch wenn es nicht immer unbedingt die kluge Wahl wäre, das zu tun. Nee, ich möchte das. Hä? Der kann da nicht hin. Ach, der kann nur bis maximal da. So, jetzt gucken wir mal. Da machen wir auf jeden Fall eine ganze Menge an Schaden. Den Schaden möchte ich auch machen. Der hier wird repariert. Da machen wir auch eine Menge an Schaden. Rückzug mit der Kavallerie. Und eine weitere russische Einheit ausgelöscht. So, wir können theoretisch auch noch. Wie viel Munition hast du denn? Du hast eine Menge Munition. Ich guck gerade eben mal, wo ein Angriff sinnvoll wäre. Da ja gar nicht. Also wenn dann hier. So, kann ich daran? Ich kann daran. Der Schlag war besser als erwartet. Den hier will ich auch nochmal upgraden. Eine Mobilität. Ich spare mir das gerade eben immer noch, oder? Oder wollen wir da jetzt hier wirklich ein... Wir könnten jetzt ein freches Manöver starten. Wir starten ein freches Manöver, Freunde. Bin mal gespannt, ob das eine dumme Idee ist oder ob das am Ende sogar hinhaut. Hier angreifen ist natürlich noch momentan ein bisschen ungünstig. Du hast noch Bewegung. Ich bewege dich noch dahin. Jetzt sind sie bewegt. Die könnten wir auch noch bewegen. Dich kann ich wieder wegbewegen. Dich wieder ran. Und bam! Na also, eine zweite russische Einheit löst sich auf. Das wird doch langsam, das wird doch langsam. Artillerie rückt vor. Die Einheit hier bitte ebenfalls noch upgraden. No AP. Meine, bei der Infanterie sieht man das ja auch wenigstens, dass sie keine AP mehr haben, weil die AP benutzt du halt meistens von alleine. Hier rücke ich nicht rein, das ist mir zu gefährlich mit einer angeschlagenen Einheit. Was kann ich da noch machen? Auflösen bestimmt nicht. Geh dahin. Der hat noch AP. Der auch, aber kann nicht mehr angreifen. Der kann noch angreifen. Ich zieh mal den jetzt zurück. Den da dahin, den da dahin und bäm. Ah, hat nicht gereicht, schade. Hat nicht gereicht. Das ist ärgerlich. Ich suche verzweifelt einen Weg, um jetzt diese eine Einheit noch angreifen zu können, aber das wird mir nicht vergönnt sein. Nope, die nope, nope. Hm, ja, bleibt mal so. Kann man nichts machen. Okay, gut, gut, gut. Schiffe. Haben wir noch Schiffe-Möglichkeiten? Wir haben noch Schiffe-Möglichkeiten. Eine ganze Menge Schiffe sind hier aufgelaufen, die jetzt hoffentlich ihr Fett wegbekommen. Aus irgendeinem Grund kann ich nur dieses Schiff angreifen, aber das andere nicht. Aha, da ist Feindkontakt. Ich komme da halt. Ich kann da nirgendwo Schaden machen mit meinen U-Booten. Es ist frustrierend. Was ist denn das überhaupt? Ein Panzerkreuzer war mal wieder. Mhm, er zieht sich zurück. Was haben wir da oben noch? Das ist noch ein weiterer leichter Kreuzer. Natürlich bekommen wir Schaden, obwohl dran stand, wir bekämen keinen. Ich liebe dieses Spiel manchmal. Jawohl, der war gut. Versuch den jetzt halt unter Druck zu setzen, so gut ich kann. Auch wenn es unfassbar schwierig erscheint. Die ziehen sich immer weiter zurück, ey, wie frech.
Nö. Da geht auch nichts. So, wieder ein Zerstörer. Möge er Dinge zerstören. Tut er nicht. Schade. Linienschiff. Wollte gerade sagen, das dürfte doch die Feuerkraft haben, die wir uns wünschen. Und nochmal ein Treffer. Gut. Ich versuche ihn jetzt hier mal so ein bisschen einzukesseln. Auf dem Meer ist es halt echt ein komplett anderer Krieg, ne? Ja, ist klar. Habe ich noch die Möglichkeit? Ne, habe ich nicht. Tja, so gehen mir jetzt auch langsam aber sicher die Aktionspunkte aus. Die haben sich gefunden, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Warte mal, hier kann ich noch was machen. Ach komm! Ist doch wohl ein Witz. Ist doch wohl ein Witz und nicht mal ein guter. Nö, der entkommt uns weiterhin. Der entkommt uns weiterhin, ohne dass wir was tun können. Schade. Okay, Leute, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Die sind mal wieder viel zu lang geworden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.